Ich heiße Christoph Taterka und wirke seit einigen Jahren als freier Trauerredner. Das Herzstück der freien Trauerfeier ist eine wirklich persönliche Rede, die ich auf der Basis eines guten Vorgesprächs halten kann. Wir beginnen mit der Kindheit, mit dem Elternhaus, mit Geschwistern, in Ehe, Hochzeit, Beruf. Also letztendlich entscheiden immer die Angehörigen, worüber ich rede. Hobbys, Schrullen, Marotten, Leidenschaften, Reisen. All das sind Themen, die in einem Vorgespräch zur Sprache kommen. Und oftmals werden richtige Schätze ausgegraben aus dem Leben eines verstorbenen Menschen, die gar nicht mehr so im Bewusstsein waren. Witzige Anekdoten. Manches kann, soll oder darf ich dann sagen in meiner Rede, manches auch nicht. Da verständigen wir uns immer gemeinsam drauf. Und so spielt das Leben in dem Vorgespräch eigentlich immer eine viel größere Rolle als der Tod. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass alles da sein darf in dieser Zeit, dass sämtliche Gefühle erlebt werden können. Manchmal zeigt sich Trauer, manchmal fließen Tränen, aber oft ist auch ganz viel Freude da und ganz viel spontanes Erinnern an Erlebnisse oder an Anekdoten, die schon fast weg waren. Und wir lachen auch viel in Vorgesprächen, das ist nichts Ungewöhnliches. Als freier Trauerredner bin ich für zahlreiche Bestattungshäuser tätig und bekomme dann auch von dort meine Aufträge. Sie können sich aber auch als Angehöriger direkt mit mir in Verbindung setzen.